the magic of Minecraft Fantasy. Technikräume, ich halte die ja immer so gerne ein bisschen steriler, eben so mit Cleanstone zum Beispiel. Das machen wir hier weg. Genau. Und das ist jetzt nochmal 65. Jawohl, das ist genau die Höhe, die wir brauchen, die wir gerne hätten. Und damit ziehen wir jetzt auch diesen Boden einmal flach hier. Es ist ja auch schon ein bisschen an Raum jetzt verloren gegangen, dadurch, dass wir hier unter die Treppe bauen. Mhm. Ich denke, wir schließen auch hier mit dem Technikraum ab. Ja, und alles andere können wir anders dekorieren. Aber dann setzen wir gerade nochmal zwei, drei Fackeln rein, so, damit hier keine Mobs spawnen, wenn wir das gleich zumachen von außen mit den Stone Bricks. Sicher ist sicher. Okay, und jetzt müssen wir mal gucken hier oben. Gehen wir mal in unseren Technikraum und graben uns, also in diesen ersten Technikraum, und graben uns an der Stelle, wo wir den anderen Technikraum anlegen wollen, nämlich hier, einfach mal durch. Das könnte jetzt, das geht jetzt recht zügig, ja, da sind wir schon angekommen. Ja, ist doch prima. Und dann machen wir hier links und rechts noch zwei jeweils, genau. Und dann haben wir richtig, richtig schön viel Platz hier, um Technik zu platzieren. Wird auch etwas mehr Technik werden, das kann ich schon mal sagen. Und alles nur, dass die Leute reinkommen, komfortabel. So. Ach, guck hier. Ja. Das gefällt mir sehr. Hier ist es im Prinzip egal, weil wir hier die Seiten ja gleich auch noch zumachen werden. Aber hier machen wir das noch weg. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da für den lieben YouTube-Algorithmus und vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr von Minecraft Fantasy Park. Dann ist auch das Gröbste wieder fertig, dann machen wir die Seiten zu und dann bauen wir diese Türme weiter runter. Genau. Und dann ist auch die heutige Folge vermutlich schon wieder am Ende. Aber es ist ja nicht schlimm, es wird ja, soll ja noch weitere Folgen geben von Fantasy Park. Ich weiß auch noch nicht ganz, was ich oben mit den Säulen mache. Ich habe da so ein paar Ideen. Da müssen wir mal ein bisschen rumprobieren nächstes Mal. Ich glaube, ihr mögt das ganz gerne, wenn man da rumprobiert. Ich baue das ja auch immer so, teilweise schon mal ein bisschen in meiner Testwelt vor. Manchmal gefällt es mir, manchmal übernehme ich es dann hier und baue das doch wieder anders. Weil ich dann wieder irgendeinen anderen guten Gedanken zwischendurch habe. Ja. Müsst ihr irgendwo noch ein bisschen Cleanstone sein. Okay, jetzt wird es auch schon wieder Nacht. Ich versuche jetzt aber mal nicht die Nacht zu skippen, sondern mir einfach ein bisschen mit Licht zu helfen und schon mal die Türen zuzumachen sozusagen. Ich hatte überlegt, genau, hier bauen wir Wände mit Cleanstone. Gleichen das hier an, genau. Solange man es von außen nicht sieht, ist das ja okay. So. Da müssen wir dann von außen mit Bricks ein bisschen verkleiden. Ach, das sehe ich jetzt schon wieder. Ja, ist ja kein Problem. Wenn man da mal einen daneben haut, das ist ja kein Thema. So, hier können wir die Seite auch schick machen. Mit dem Cleanstone. Okay, und hier haben wir gesagt, ist hier die Ecke. So. Und hier geht es weiter. Genau. Ja. Okay. So viel erstmal dazu. Dann Bricks könnten wir hier nachcraften, theoretisch. Genau. Dann ziehen wir doch mal die Grundmauer. Und zwar habe ich gesagt, mache ich die ab hier. Das hier wird die Mauer zur Seite hin. Ja. Genau. Hinter den Säulen lang. Jawohl, das ist das, was ich haben wollte. Bis runter, ne? Hier allerdings würde ich darauf verzichten,
den Graben bis nach ganz unten hin auszufüllen. Denn wir wollen ohnehin ja das Wasser links und rechts lassen. Und dann schauen wir mal, wo wir da am Ende ankommen. Ja, sieht doch ganz gut aus. Haben wir auch diese Stromschnelle hier quasi beseitigt. Ja, sieht doch super aus. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann können wir das hier hochziehen, nachdem wir da jetzt unseren mehrschichtigen Boden eingezogen haben. Es ist immer besser, wenn wir jetzt doch nochmal aus irgendeinem Grund tiefer bauen müssen zum Beispiel, ist es besser, wenn wir den Boden tatsächlich schon bis unten hin zugefasst haben. Dann können wir problemlos graben. Jetzt muss ich aber hier gerade nochmal was nachcraften. So. In der Hoffnung, dass es dann reicht. Es wird ja so und so nicht reichen. Da müssen wir ohnehin nachcraften, aber so für den Moment jetzt, dass ihr einen Eindruck davon habt, was ich hier gerne machen würde, reicht es. Jetzt könnten wir hier noch eine Cleanstone hinziehen, aber da sehe ich gerade keine. Es sieht dann zwar, ja, ich habe das hier schon markiert, schöner aus, will ich nicht sagen. Gleichmäßiger vielleicht, aber ich glaube, das ist eher nice to have, als wirklich wichtig ist es nicht. So, und hier lassen wir auch nach unten hin das Wasser weiter natürlich da. Einfach damit es ein bisschen weiter, damit es noch ein bisschen diesen Naturcharakter hat. Wenn es zugestellt aussieht, ist es ja auch nicht schön. Sind wir da? Ja, sind wir schon da. Sieh an, sieh an. Aber ich habe gesagt, hier, genau, das haben wir auf der anderen Seite auch zugezogen. Genau, wichtig ist einfach nur, dass die Wand hier ins Wasser geht und wir so einen Übergang haben. Da oben ist ein Creepy Line, ein weißer Creepy. Er kommt auf uns zu. Weiße Creeper sind ja genauso selten wie weiße Löwen. Ich mach nix, weißt du. Ich will doch nur ein bisschen Gunpowder von denen haben, aber da kennen die nix. Da explodieren die trotzdem. Gut, unsere Bricks sind am Ende. Das heißt, wir gehen jetzt in die Basis, werden ein bisschen die Nacht über schlafen und dann sind auch wahrscheinlich die Cleanstones im Ofen schon so weit, dass wir uns dann neue Dinger machen können. Ich muss die Tür hier zumachen, sonst haben wir Mobs in der Basis. Die Nacht ist rum und wir schauen mal, wie weit unsere Öfen sind. Fertig werden sie nicht sein, aber da wird... Oh, guck mal doch. Gerade in dem Moment werden sie fertig. Dann nehme ich mal 5 Stacks davon mit. Die anderen behalten wir erstmal noch eine Weile. Im Ofen 1, 2, 3, 4. Machen uns hier 4-mal Bricks. Genau. Und dann können wir auch schon Slabs und Stairs mitnehmen. Die wir vermutlich auch gleich brauchen werden zum Bauen. Ist das nicht ein herrlicher sonniger Tag hier? Und dann können wir das hier weiter schließen, diese Mauer. Und die Türme weiter runterbauen. Das war ja unser ursprünglicher Gedanke. Das war ja das, was wir ursprünglich machen wollten. Warum wir uns heute hier getroffen haben. Und dann fallen einem immer wieder tausende von Nebenbaustellen ein. Boah! Creeper! Das kann so nicht weitergehen. Aber ich will Survival spielen, also kann ich die Mobs auch nicht abschalten. Aber das mit den Creepern, ich habe mich so erschreckt jetzt. Das kann so nicht weitergehen. Und dann so viele wie hier explodieren, seht ihr? Und deswegen habe ich den Explosionsschaden ausgeschaltet hier auf dem Server. Weil ich hätte so viel schon neu bauen müssen, dann wären wir jetzt etwa auf dem Stand von Folge 3 oder so bestimmt. So, also machen wir noch ein bisschen mehr Licht. Alter, ist das krass. Ich habe mich total erschrocken jetzt. Ich bin hier vom Stuhl aufgesprungen fast. Als dieser Creeper-Man von hinten kam. So. So, so. Fackeln sind ja keine Mangelware. Sehr schön. Jetzt können wir da vorne, und das machen wir mit Cleanstone, um ein bisschen, um ein bisschen die Bricks zu safen. Dann können wir die hier nämlich, habe ich jetzt gesagt, wir machen hier dicht. Wir machen sogar hier dicht. Man braucht ja auch eine gescheite Arbeitshöhe und alles, was dahinter ist, so mit 2-3 Dingern hier. Das ist keine gute Arbeitshöhe. Dann machen wir noch ein paar Fackeln hin, damit uns da nichts spawnt. Dann können wir die aber wegnehmen und machen das hier zu an der Stelle. Und dann steht auch unser Technikraum schon im Groben und Ganzen. Das sind so Schönheiten hier, da hinten nochmal eine neue Decke einziehen oder sowas. Aber das mache ich mal irgendwann zwischendurch kurz ohne euch. Was hier eigentlich? Guck mal, das kann man auch abnehmen. Ah, ich weiß, das ist noch von der alten Treppe, aber dann können wir das jetzt gerade mal abbauen und mitnehmen.
Ja, hier ist ja das Podest schon drüber. Das ist noch die alte Treppe gewesen, die wir vorher hatten. Die uns nicht mehr gefallen hat. Die wir größer gemacht haben. So, so. Und hier auch. So. Ihr seht, ich bin ein großer Freund von Symmetrie. Dann können wir hier den Boden machen. Ja, supidupi. Solang der Cleanstone, solange es noch reicht mit dem Cleanstone hier, sollten wir ihn auch nutzen, finde ich. Und hier machen wir einfach den Dirt weg. Genau, da ist ja noch das Plateau drüber. Wir brauchen da ohnehin einen Kontakt zum Plateau. Und du auch weg. Um die Kontakte zu den Command-Blocks zu schaffen. Deswegen muss diese Schicht ohnehin weg. Und dann können wir sie jetzt auch gerade wegmachen, sozusagen. Und hier noch den Dirt entfernen. Ja, und dann ist doch unser Technikraum, ja, mindestens fertig. Ja, es sieht noch nicht ganz so. Da ist aber, das geht auch weg. Ach, guck an. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass ich so viele Doppelbricks hier habe. Hier die? Nee, die kann ich nicht wegmachen. Okay. Aber immerhin. Es ist schon mal wieder ein bisschen mehr Bricks gesaved. Dann kann ich hier die Fackeln jetzt wieder einsammeln. Fast einsammeln. Wir machen jetzt hier hinten eine Reihe Fackeln dran. So. Und eine Mittellinie machen wir auch noch mit Fackeln. Sicher ist sicher. Und die Technik bauen wir dann links und rechts davon. So, jetzt dürfte hier eigentlich nichts mehr drin spawnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Taris.